Yo, 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 wie erwähnt, direkt die Bewertung zu Gruppe D, auch heute online. Diesmal werde ich aber wieder etwas anderes machen. Ich werde jeden erstmal bewerten. Nicht in der Reihenfolge, wie sie stehen, sondern erstmal die Bewertung und zum Ende hin die Punkte. So bleibt es spannender. Ich muss auch sagen, dass mir die Bewertung für diese Gruppe sehr schwer fiel, wie ihr am Ende sehen werdet, denn die Punkte sind bei drei Künstlern ziemlich nah aneinander. Fangen wir an mit Jave. Video, du hast eine sehr schöne Location dafür gewählt. Zur Sahara zu fliegen wäre jetzt irgendwie schwer und unnötig für dieses Turnier. Deine Audio, super Mixmaster, alles sehr, sehr klar, aber leider ist deine Stimme etwas zu leise, vor allem im Refrain. Da ist der Beat viel zu sehr im Vordergrund. Vocals, ich habe bei dir immer noch so ein absolutes Rin-Feeling, warum weiß ich nicht. Autotune nutzt du super. Viele hassen Autotune, ich selbst finde es gut, wenn es gut eingesetzt wird. Dein Feature, bei dir kriege ich Rin-Feelings, bei ihm kriege ich säftig Feelings. Warum? In die Atmosphäre, nein, mein Leben ist noch lange nicht vorbei. Lass uns nicht viel reden, wir verwerfen alle Pläne leicht wie Nebel, doch es war mal schwer wie Blei. Was mich stört, deine Stimme könnte etwas mehr Druck gebrauchen. Die Thematik war für mich ein Problem. Ich sehe irgendwie nicht ganz so einen roten Faden. Es ist sehr viel durcheinander. Schwer, da eine richtige, durchgehende Thematik zu finden. Entertainment, es macht einfach richtig Bock zu hören, im Auto, auf der Anlage, wo auch immer. Macht Spaß, der gesamte Song, cool. Gesamtpaket also, kommt dann später in der Bewertung. Big Mac und Flurry. Video? Ihr habt kein Video. Bei der Audio muss ich euch leider einfach Fairness halber Punkte abziehen, weil ich euren Song gemischt habe. Zu den Vocals. Big Mac, klar und deutlich verständlich, Druck in der Stimme. Leider, und das ist für beide, es klingt sehr abgehakt. Ihr stoppt nach jedem Wort und das ist sehr, sehr unroutiniert. Klar, das muss man lernen, das muss man mit den Jahren erstmal mitbekommen, wie es so funktioniert. Aber leider muss es jetzt bewertet werden und da ist es noch zu unsauber. Die Thematik finde ich gut, weil ihr über Selbstzweifel, über falsche Freunde redet, ihr habt einen extra Punkt für den Hazard-Diss. Leider schwankt eure Thematik aber in meinen Augen ein wenig zu sehr von Selbstzweifel zu Diss. Dass ihr einmal darüber redet, dass ihr selbst irgendwie, dass ihr Probleme habt, dass ihr das klären wollt, dass ihr Träume habt und dann plötzlich kommt mehr ein Diss oder ein Angriff gegen andere Menschen. Also das ist irgendwie so ein bisschen gegensätzlich. Das Entertainment leidet leider an diesem abgehakten Rappen, was es dann im Endeffekt erneut leider nicht sehr gut hörbar macht. Wie gesagt, die Routine fehlt euch. Bleibt dabei, zieht das durch, lernt und dann kann das auch schon ganz anders aussehen. Brüder und Schwestern, höre sie hinter uns lästern, doch das lässt mich kalt wie eine Naturgewalt. Als nächstes auf der Liste habe ich Phoenix featuring Dexter. Das Video, es ist einfach nur sau unterhaltsam, es ist interessant, es ist viel Abwechslung drin, so viele lustige Sachen. Allein in dem Raum ist so viel zu sehen, was man durch das ganze Video, da kommt man gar nicht mit. Super lustiges Video. Audio, auch wenn das jetzt nicht ganz dazu passt, was ich sonst zu Audio sage, ich finde, ihr habt den Beat perfekt gewählt. Das Mixmaster ist gut, alles gut verständlich, aber ihr habt leider sehr viele Hintergrundgeräusche, auch wenn es Stimmen sind, die irgendwas sagen, die es ein bisschen überfüllt machen. Vocals, ich feiere euer selbstironisches Zeugs da. Dexter ist ein bisschen deutlicher als du, Phoenix, rappt auch ein wenig routinierter. Deine Akzente, oder dein Akzent, die Betonungen, finde ich super. Die Doubles sind ein wenig zu laut und die Aussprache ist teils auch ein bisschen unverständlich. Die Thematik, ein Song über Bierpong, habe ich bisher, glaube ich, auch noch nicht wirklich gehört. Super auf Partys, super zum Saufen, geil. Zum Entertainment brauche ich, glaube ich, nicht groß was sagen, außer vorab schon, da habt ihr die vollen Punkte bekommen. Es ist einfach unglaublich unterhaltsam. Feiern die Nacht durch, spielen nur Pong, dicke Adern, doch tragen sonst nicht viel davon. Und als letztes auf der Liste, was immer noch nicht heißt, dass er letzter ist, sondern ich lese gerade einfach noch vor. Nature, Video, du hast halt ein Naturvideo, aber passende Cuts und Shakes zum Breathshot. Gefällt mir. Audio. Grüße gehen raus an Flow. Eine Sache, die mich stört, um die 200 Hertz rum, hättest du etwas rausnehmen sollen. Da ist noch dieses leichte Dumpfe. Das merkt man immer wieder, wenn man selbst Musik produziert. Nehmt einfach mal bei 200 Hertz einen kleinen 1-2 Dezibel raus. Dann klingt das Ganze ein bisschen cleaner. Das stört mich daran. Sonst super gemischt. Vocals, absolut nichts zu bemängeln. Bei der Thematik habe ich aufgeschrieben, wieder ein Ich-werde-es-schaffen-Song. Aber auch super umgesetzt. Zitat meine Textdatei. Ich selbst mache ja auch solche, oder als ich noch Rap gemacht habe, habe ich solche Songs gemacht. Kann schon mal sagen, keine schlechte Punktzahl bekommen. Geht nur drum, es ist halt so ein Song, den man oft hört. So ein Thema. Trotzdem, wie gesagt, hast du sehr, sehr gut umgesetzt. Auch das mit dem Mondschein, diese, wenn der Mond scheint und weiß ich nicht was. War schön, hat mir gefallen. Entertainment habe ich, na gut, das käme jetzt besser mit den Punkten. Ein Minus, ein passenderes Video wäre noch cool gewesen. Das hätte mir gefehlt. Das war's. Gesamtpaket dann jetzt im Anschluss. Wenn wieder der Neumond am Himmel ist, decke ich nach
nach oben und erinnere mich. Gehen wir jetzt also ausschließlich die Punkte durch. Jave, Video 5 von 5, Audio 9 von 10, Vocals 9 von 10, die Thematik 12 von 10, wie gesagt wegen dem Durcheinander, Entertainment 10 von 10, Gesamtpaket 18 von 20 und du hast insgesamt 63 Punkte. Big Mac und Flurry, Video 0 Punkte, kein Video, Audio 6 von 10, Vocals 5 von 10, Thematik 16 von 20, Entertainment 4 von 10, Gesamtpaket 13 von 20, ihr habt insgesamt 44 Punkte. Phoenix und Dexter, Video 5 von 5, Audio 5 von 10, Vocals 8 von 10, Thematik 19 von 20, Entertainment 10 von 10, Gesamtpaket 15 von 20 und insgesamt 62 Punkte. Und abschließend zu Nature, Video 4 von 5, Audio, ich merke gerade, das Video passt zu deinem Namen, vielleicht gebe ich dir fürs Video noch einen mehr. Nein, aber Nature, Video 4 von 5, Audio 9 von 10, Vocals 10 von 10, Thematik 18 von 20, Entertainment 9 von 10, Gesamtpaket 17 von 20 und insgesamt 67 von 65 Punkten. Ich meine 75. Und damit für die, die aufgepasst haben, hier die Reihenfolge. Platz 4, Big Mac und Flurry mit 44 Punkten. Platz 3, ganz, ganz knapp, Phoenix und Dexter mit 62 Punkten. Hinter Platz 2, Jave mit 63 Punkten. Und auf Platz 1 ist Nature mit 67 Punkten. Das heißt, Nature und Jave sind weiter. Big Mac und Flurry und Phoenix sind leider raus. Auch an euch, genau wie an all die anderen. Ich wünsche euch immer noch viel Glück, viel Spaß dabei. Macht weiter, lernt, zieht durch. Phoenix, trink weiter so viel. Irgendwann möchte ich mit dir Bierpong spielen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Und yes, das war die Bewertung zur Gruppe D. Ich denke mal, ich werde es aber jetzt auch immer so machen, dass jeden Sonntag um 20.15 Uhr so ein Video schon online kommt und das kann ich mir im Stream noch eben anschauen. Dass ihr Bescheid wisst. Wie gefällt euch das neue, der neue Aufbau, die neue Struktur mit dem erstmal bewerten und dann Punkte geben? In Ordnung, nicht in Ordnung, dauert zu lange, wie auch immer, sagt mal was. Haut rein, meine Lieben. Schönen Abend erneut. Schöne Woche euch allen und wir hören uns dann nächste Woche. Gelernt hab, so viel gefühlt hab, das nur weil ich's gern mach. Und ich sag, die Früchte schmecken süß, denn ich mach inzwischen vieles besser, als ich bei meinem zweiten Jam mit Live zu diesem Beat gerappt hab. Ich freue mich so sehr darauf, wenn's wieder endlich Zeit ist, denn dann ist auch Nature's Back, nicht mehr eine Wegwerfzeile. Ich träum noch nicht mal heute davon, was ich mal letztlich reiß. Doch dass ich krieg, wovon ich träum, kann ich spätestens jetzt begreifen.